Hallo, hallo, hallo und willkommen zu einem Offstream-Abenteuer in Solasta mit einer ganz speziellen Party. Es ist ein ganz spezieller Playthrough, was ich gucken möchte, ob er funktioniert. Ihr werdet es im Thumbnail schon gesehen haben. Ich habe das Tutorial hinter mir und lasst mich euch kurz die Party vorstellen. Wir haben vier Klone. Wir haben dumme Waldelfen. Wir haben hier Dumm, Dümmer, Stroh und Brot. Dumm, Dümmer, Stroh und Brot haben alle die gleichen Stats. Man kann im Charaktereditor selber mutieren. Sie sind sehr stark, geschickt, Konstitution, aber haben die minimalen Werte für Intelligenz, Weisheit und Charisma. Und ich will gucken, ob wir mit so einer Party durchkommen. Ach ja, und sie sind alles Kämpferinnen. Und Waldelfen. Waldelfen aus einem Grund, weil sie sich weit bewegen können. Und wenn wir nur Kämpfer sind, müssen wir uns wahrscheinlich auch viel bewegen. Wir müssen nur 4 Stunden in der Nacht schlafen, nur meditieren. Es sind aber kleine Unterschiede, was Kämpfer angeht. Dumm ist Duellieren, das heißt ein Nahkampf, Einhand-Nahkampfwaffe macht 2 mehr Schaden. Deswegen wird Dumm hauptsächlich auf Einhand und Schild gehen, mit einem Schwert und einer Armbrust als Sekundär, falls wir eben Fernkampf geben müssen. Dümmer ist hingegen eine großen Zweihandwaffenschaden. Das heißt, wenn man die Schadenswürfe von Zweihandwaffen sind verbessert. Ich nehme ein Zweihandschwert, weil das besseren Schaden hat als eine Zweihandaxt mit 2 Würfeln statt einem D6. 1 D12, 2 D6 ist 2 bis 12, 1 D12 ist 1 bis 12. Und wird reinhauen mit einer Zweihandwaffe. Ich will natürlich versuchen, dann unterschiedliche magische Waffen zu bekommen, deswegen wollen wir ja nicht dieselbe Waffe haben. Stroh ist auch Duellieren. Ich fragte, warum Dumm und Dümmer nicht beide duellieren sind. Weil sie dumm sind. Sonst wären Dumm und Dümmer duellieren und Stroh hätte was anderes gemacht. Aber nein. Stroh hat auch mit Duellieren und kämpft hingegen auch mit einem Schild. Man braucht ein bisschen was Tankiges. Und einem Kriegshammer, damit wir Wuchtschaden haben. Und hoffentlich ein bisschen anderen Schaden, was halt gegen Skelette oder andere Sachen wichtig sein könnte. Kann sein, dass wir das anpassen, je nachdem, was wir für Waffen noch finden. Und zu guter Letzt, der ein bisschen anders aussieht, wir haben leider keine bestückte Lederrüstung mehr gehabt, haben wir Brot. Brot ist eine Bogenschützin, primär, hat einen Bogen, ja, und hat auch einen Langbogen und wird hauptsächlich mit Bogen kämpfen, kann aber alternativ, wenn niemand zu nahe kommt, auf ein Rapier wechseln, das auch eine Finesse-Waffe ist und mit Geschick funktioniert. Die Veteranen unter uns werde ich natürlich fragen, hey, wenn wir hier ein Rapier nehmen, haben wir 1 D8 plus 5 und plus 7 zum Treffer, weil sie 20 geschickt haben. Während die Schwertwaffen plus 6 haben, beziehungsweise plus 4, plus 2 ist bloß durch Duellieren. Wieso sollten wir nicht Geschickwaffen nehmen? Würden unsere Charaktere mehr Schaden machen mit Finesse-Waffen? Die sind dumm, okay? Außerdem wollte ich, dass jeder so ein bisschen eine eigene Waffe und einen Stil hat, okay. Das ist die Gruppe. Wir haben keine Magie. Wir haben null Übung in Überreden, Umgehen. Wir haben ein bisschen Übung im Wahrnehmen, weil sie alle. Ach ja, es sind alles Straßenkinder. Die haben auch alles dasselbe. Sie können alles mit Diebeswerkzeugen umgehen. Wir sind athletisch, akrobatisch, fingerfertig, heimlich. Aber alle haben dieselben Stats von, sie sind strohdumm und haben keine Ahnung von anderen Sachen. Ich bin gespannt, ob das Spiel zu schaffen ist so. Und wir werden einige Kisten nicht hinkommen können, weil einige Kisten magische Zauber benötigen, um hinzukommen. Ja, lass anfangen. Wir haben es so toll hinter uns, wir müssen gleich direkt nach Kelem gehen, beziehungsweise auf der Reise vielleicht überrascht werden. Ich werde in der Serie auf jeden Fall immer wieder Teile ein bisschen rausschneiden und nicht komplett alles zeigen. Vielleicht mache ich irgendwo einen Cut und dann zeige ich euch nach dem Level ab, was passiert ist und so. Okay. Reisen. Ich glaube, die sind dumm. Die rennen einfach bloß schnell. Die haben nicht vor, irgendwie vorsichtig zu gehen. Okay, ein überraschter Angriff. Ich glaube, der erste Überraschungsangriff ist gefixt in dem Spiel.
damit man sieht, wie Überraschungsangriffe funktionieren. So, ja, mal gucken. Ich meine, wir haben ja ziemlich gute Initiativrolls, weil wir auch hohe Geschicklichkeit haben. Wie gesagt, da Melee-Kampf haben die Stats natürlich overpowered, aber ich wollte natürlich ein bisschen so einfach die Thematik behalten. Wenn ihr hier seid, weil ihr die Story vom Spiel wissen wollt. Wir werden so ziemlich keine einzigen Rolls schaffen, was manchmal Geschichte, Religion, Hintergrund, arkanes Wissen angeht. Die werden also dumm wie Brot durchlaufen und von vielen einfach keine Ahnung haben und sehr viele Charaktere einfach nur töten, anstatt ihnen mit den Konversationen anfangen. Das heißt, für den Story-Playthrough ist das wohl weniger. Aber es werden kommen hoffentlich witzige Sachen passieren. Okay. Naja, hau mal drauf. Hey, tot, passt. Naja, ich meine, oh, das ist natürlich toll, dass unser Fernkämpfer daneben steht. Okay, jetzt können wir aber switchen. Und wegritten, wieso nicht? Schau. Dafür haben wir die Fähigkeit, auch nochmal in Nahkampf zu switchen. Hey, jetzt war ein Schwert. Charge. Das sind Waldelfen halt schon ziemlich stark, weil sie 7 Felder laufen können. Wir machen Tatendrang, dann können wir sofort noch eine Aktion machen. Das ist Kriegervorteil, also. Wir tun hier gar nicht lange rum. Und einfach direkt drauf. Oh no, da kann man nicht direkt hin. Okay, egal. Packen wir mal die Armbrust raus, würde ich sagen. Und tot alles. Hat doch gut funktioniert. Das ist doch gar nicht so schlecht. Den meisten Loot werden wir einfach von den Sammlern einsammeln lassen und uns nicht wirklich selber holen müssen. Wir haben auch nicht wirklich eine Ahnung, wann eine Waffe magisch ist oder so. Ich habe doch keine Ahnung, wie wir magische Sachen. Die Händler können identifizieren und so, aber wir müssen ja im Endeffekt fast alles mitnehmen, zum Schauen, ob es magisch ist. Ja. Mal schauen. Außerdem, weil wir auch nur einen einzigen Hintergrund haben, kriegen wir, glaube ich, auch bloß eine einzige Hintergrundmission von Straßenkind. Jede Hintergrundmission hat, glaube ich, auch eine Questreihe. Ach, immerhin. Ich denke mal nicht, dass wir wirklich Nahrung finden. Also versuche ich auch immer gut Nahrung einzukaufen. Weil sie sind ja wirklich gut in Überlebenskunst. Das habe ich gerade unten nicht gelesen. Irgendwann in den Kommentaren kann mich bestimmt korrigieren. Auf nach KLM und ein paar Goblins verhauen. Oh, sorry, Spoiler. Ich weiß, dass hier Goblins kommen. Viele werden wahrscheinlich wissen nach dem Anfang. Ich versuche nichts mehr vorzusagen. Die Hauptgruppe bei mir im Stream, mein Zuschauen ist. Haben wir 2 Kleriker, Magier und So, Paladin. Kann so ziemlich jeder casten. that's Kalem. We're almost there. It's just up the hill. So toll, wie sie alle Damn right. Let's get on with it. Das Beste. Ich wollte dieser Trio. Quadruple? Nein. Quartett. Let's go. Zu speichern. Rechts. So, charge! Langbogen. Was? Zu weit entfernt, um wahrgenommen zu werden. Was soll denn das heißen? Da kannst du mit dem Langbogen 50 Meilen schießen. Und dann? More coming your way. Tatendrang ich natürlich nicht immer sofort. Ansonsten, ich glaube, die sprinten einfach vor, was da reingehen. Wir haben genügend Def. Bewegungsrate war interessant. Ich bin am Überlegen, dass wir dann auch für Talente oder so wählen, eventuell. Ich glaube, es gibt nichts, was Bewegungsrate erhöht.
Wir müssen auf jeden Fall gut an die Gegner rankommen. Oh nice, es ist aber nett, dass du da vorbeiläufst. Ja, wir spielen mit Standardregeln. Ich gucken wollte immer, wie sich das mit Standardregeln verhält. Ich denke, die ersten Kämpfe, wenn die Gegner auch noch nicht so viel Magie können, laufen ziemlich gut ab. Ja, aber später das Problem, da die beide, was heißt später, schon ziemlich bald, da die beide alle vier nicht wirklich Charisma oder Weisheit haben, werden sie so ziemlich jedem Zauber, was irgendwie Person festhalten, verlangsamen, fürchten, ist so ziemlich jeder Zauber, sind sie ziemlich anfällig dagegen. Was interessant sein könnte. Man braucht Weisheit und so, um denen zu widerstehen. Plus 9 zu werfen auf Level 2 ist halt schon böse, ne? Muss ich mal sagen. Oh, dann nehmen. Au. Dümmer hat Schaden genommen. Und darf sich zurückziehen. Was für eine Frechheit. Batsch mal hoch. Da. Wie werden wir Heilung handhaben? Wir haben Heiltränke auf jeden Fall. Wir haben immer für Bonusaktionen zum Beispiel auch sowas wie Durchschnaufen. Können wir uns auch mal ein bisschen heilen. Und das können wir nach einer mit kurzer Rast und Trefferwürfel können wir uns auch heilen. Vielleicht nehmen wir sogar so ein Talent mit, wo die Trefferwürfel bei kurzen Rasten zum Beispiel mehr heilen. Weil wir müssen irgendwie mit Heilung hinkommen. Wir werden wahrscheinlich ziemlich oft auf die Schnauze bekommen. Oder wir nehmen auch sowas mit an Talenten für verbesserte Rettungswürfe und so, Todesrettungswürfe, weil wenn ich glaube, wenn einer mal zu Boden geht, dann geht er zu Boden oder eine. Wir haben null Heilung, wo wir sie hochholen können. Das ist. Einer stirbt. Stirbt er. Nice. Where did those goblins come from? Some hole in the mountain, I guess. So. Ich denke, den Rest lassen wir einfach einsammeln durch die Liga. Müssen wir uns gar nicht so viel drum kümmern. Gehen wir schnell die Goblins ausrotten da hinten an der. Irgendwo in den Mountains. Oh ja, wer es nicht kennt und da zum ersten guckt, es gibt hier eine tolle Mechanik. So, die Plünderliga, ich weiß nicht gar nicht, wie sie es nennen. Die kommen, nachdem man dort war und ein Gebiet clear gemacht hat, kommen sie her, sammeln alle übrigen Gegenstände ein, die wir liegen gelassen haben. Und bringen das zurück und verkaufen es für uns und geben uns 80% von dem Verkauf. Beziehungsweise auch nochmal kurz die Wahl drüber zu gucken und zu sagen, hey, das möchten wir doch nicht verkaufen. Was super angenehm ist, weil man nicht einfach alles mitschleppen muss und verkaufen kann. Man nimmt einfach die teuren Sachen mit und schnappt sich die und das war's. So, was sind denn die Herrschaften? Das ist ja was hier. Brauchen wir hier doch noch unsere Armbrust nochmal. Again, harder. Krass. Ich sehe, dass ich die Armbrust öfters brauche als erwartet. Andererseits gehen wir da mal auf Ausweichen, testen wir das so. Ausgewichen. So. Plus 9 immer noch übel. Übel am Damage. Das war auch Max Damage mit 13. Höher geht's nicht. Oh ja, Unterklassen werden alles Champions werden. Soll ich jetzt schon? Wir nehmen alle dieselbe Unterklasse. Es gibt auch einen Magierkrieger. Nein. Die sind dumm hier. Die werden nicht Magie machen. Wir sind alle Champions. Wir kritten einfach höher und wir hauen einfach drauf. Es gibt hier keine intelligenten Entscheidungen bei den Herren hier, Damen hier, je nachdem.
Oder habe ich Damen gemacht, weil ich lieber Damen angucke als Herren. Manchmal. Ah, so. Nice. Das war Max Damage. 16 mit dem Zweihandschwert. Das ist auch nett. Das ist ja auch nett. Das sehen wir da. Können wir. Ich würde lieber da oben was wegschießen. Zu weit entfernt, um wahrgenommen zu werden. Okay. Komisch, der Bogen hat eine Reichweite von 120 Felder. Aber wenn man unsere Wahrnehmung geht halt keine 120 Felder. Oh. Ja, mit einer 1 treffen wir nicht. Das ist natürlich nachteilhaft, mit einer 1 zu hauen. Oh, den hier. Und ja, ich habe momentan, ein bisschen nebenher zu erzählen, wir haben momentan beschlagene Lederrüstung an, die geben uns 12 Rüstung plus Geschick. Und weil die alle abartige Geschickwerte haben, was ja Waldelfinnen sind, haben sie plus 5, was mehr ist als einfach eine Ritterrüstung. 2 plus 5 macht 7. Und eine gewisse Ritterrüstung würde nur 16 geben. Oder Kettenpanzer. Ja, I win again. Deswegen ist es nicht das Beste wäre. Okay. Ich merke, dass wir auf jeden Fall auch gut Armbrustbolzen mitnehmen sollten. Und nicht bloß Bogen. Ich habe 40 mit jedem mitgenommen. Jeder. Und viel, viel mehr Bogen. Pfeile, weil ich weiß, dass sie eigentlich immer schießt. Aber ich kriege mit, dass wir teilweise relativ viel schießen müssen. Das hängt wahrscheinlich auch vom Counter ab. Was wir gerade. Weil die da oben standen und Goblins auch viel Fernkampf haben. Aber hey, die können ja alle schießen, wir müssen ja bloß unsere Munition kümmern. Okay, durch die Wahl haben wir natürlich auch relativ wenig Optionen beim Herstellen. Also wir können auch nicht einfach magische Gegenstände herstellen. Weil wir eigentlich nirgendwo wirklich geübt sind. Wir haben ein bisschen Schmiedekunst, aber zum Beispiel den Mana-Kolon, den Rosenkranz. Ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Ist normalerweise eine gute Möglichkeit, am Anfang an magische Gegenstände zu kommen. Aber da haben wir keinen Zugriff drauf. Ich weiß nicht, vielleicht kann man auch ohne Übung vielleicht probieren. Das wird denen wahrscheinlich nicht gelingen, irgendwas Magisches herzustellen. Ich glaube das nicht. Aber wir tun uns einfach mit den Händlern gut stellen und hoffentlich magische Gegenstände einkaufen. Und das wird die Priorität sein, dass jeder von uns hier eine magische Waffe bekommt. Das mit. Sieht gut aus. Hammer. Wir müssten einfach hier draußen klicken können und wir müssten rauslaufen können. Das Pathfinding ist eigentlich ziemlich gut in dem Spiel. Bisher läuft es phänomenal. Aber mach mir schon bald Sorgen, sobald die ersten Caster auch kommen. Und im niedrigen Level sind halt hohe Werte auch noch mehr ausschlaggebend, sag ich mal. Hohe Kampfwerte. Und wir haben uns noch nicht so viel auf unsere Intelligenz verlassen müssen. Oh ja, wir haben auch keinen Klopfenspell oder so oder irgendwelche Vorteile. Zum Glück haben sie geschickt und können ein bisschen Diebeswerkzeug machen. Das heißt, wir können zumindest da ein paar knacken. Ich frage mich, weil ich das nicht weiß beim anderen, wenn jeder ein Diebeswerkzeug hat, darf ich mit jeder einmal probieren, eine Kiste zu öffnen? Weil ich weiß, dass eine Person nur einmal probieren darf, eine Kiste zu öffnen.
Wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Aber ich frage mich, ob ich mit mehreren Personen probieren darf. Habe ich noch nie gemacht bei einer anderen Kampagne. Where's the garrison? Dead or run away? Look, that tower. That's insane. Courtesy of the cataclysm. The marches are full of stuff like this. The Badlands are worse. Anyway, we have a mission. Let's check the fortifications. Okay. Ha! Schau mal, die brauchen nicht mal einen Stein, da hochzukommen. Klettern können wir und springen, also. Einige Sachen könnten wir wahrscheinlich auch bekommen. Einige Sachen könnten wir auch bekommen, weil wir gut springen können oder weil wir gut auf können. So, ich weiß gar nicht, ob da was war. Nope. Ach ja, Memo. Mir kommt es auch so vor, dass sie doch ihre erhöhte Movement Speed auch schneller auf der Karte rumlaufen. Sag ja, gutes. Na toll. Oh. Eins. Und jetzt können die anderen aber es nicht nochmal probieren, oder? Doch! Oh, das ist ja toll. Oh, das ist eine Fellrüstung. Es ist bloß maximal 2 Geschicklichkeit. Das ist halt dumm. Das ist langweilig. Okay, hey, dann können wir zumindest alles knacken, nehme ich mal an, weil ich habe 3-mal ein Diebeswerkzeug, beziehungsweise können wir auch 4-mal ausrüsten einfach. Dann müssten wir zumindest alles knacken können. Das ist doch schon mal ein Vorteil. Also, wir haben einfach mehrere Versuche mit mehreren Charakteren. Das sollte gut ausgehen. There's definitely been fighting here. Why did we take this job again? Oh yeah. These lovely council badges. This is no time for jokes. Right. Whoever did this could still be around, and we don't want them hearing us. We should look for survivors. 50 people can't just vanish. What the heck was that? Someone's hiding inside the tower. It's a trap. The goblins killed everyone, and now it's our turn. Or they're the survivors, and they're being cautious. We need to get up to that door. If they slaughtered the garrison, they'll pay. Back off! No closer! Who's there? We're not letting you in! And we're not coming out! Is Captain Henrik there? We need to talk to him. Don't you dare speak his name, you filthy bastard! Don't talk to them! They'll cast a spell on you! Don't touch me! Lost their minds, the lot of them. Let's get to the door. Maybe if they can see us up close, we can show them our council badges. Beide aber so verrückt, wieso nicht alle 4 das gleiche Outfit haben. Es gab in der Stadt nur 3 beschlagene Lederrüstungen zu kaufen, keine 4. Konnte nur 3 gleiche machen. What's this? I think it was a minor gate. Keine Gründe. 7 minus 5. And this failed. Any value? Maybe. The Tower of Knowledge? Why not? Okay. Naja, sie haben kein Wahrnehmen. Ich weiß, dass hier eine Falle ist. Die wissen es nicht. Na gut. Shit. Okay, weil sie natürlich dumm sind und noch nichts sehen, werden wir auch so ziemlich in die Falle reinrennen. Ach, das kann ja witzig werden. Okay. Das kann ja witzig werden. Oh Gott.
Ich bin gespannt. So, was kommt denn? Hier kommen Flügel. Hey, wir brauchen schon wieder Fernkampf. Interessant. That I like. Die haben nicht viel Leben. Weil sie fliegen. Zack, okay. Gut, dass jeder Krieger mit einer Armbrust starten kann. Wir fighten einfach vor, Fernkampfangriff, falls was näher kommt. Falls was näher kommt. You'll die like the rest. Oh! Mit einer 3 haben wir daneben. Okay, okay, okay. So, dann können wir umschalten auf Nahkampf. Oh, daneben. Peinlich. Ah, tot. Eins, nochmal daneben. Uns fehlt ja zum Beispiel auch bloß, weil wir, ganz ehrlich, ich habe ziemlich gute Würfelwerte, aber zum Beispiel so einen Segen. Nehmen wir an, Charakter hat zum Beispiel plus 4 auf Stärke im Angriff. Das gibt ihm plus 4 im Angreifen und Treffen. Aber nimm mal an, der hat bloß plus 2. Okay, schlechter. Aber er bekommt einen Segen von einem Kleriker. Und der gibt 1 bis 4 dazu. Also hat er nicht wirklich 2, sondern hat 3 bis 6. Was besser ist, ist einfach plus 4. Also zum Beispiel ein Kleriker, die Leute buffen kann, damit sie bessere Angriffswerte haben, ist... Segen ist ein ziemlich guter Wert. Bringt zum Beispiel viel mehr, deswegen braucht man halt auch die hohen Angriffswerte. Also... Mein anderes Team hat eigentlich wesentlich bessere Angriffswerte, einfach dadurch, dass sie immer gesegnet sind. Wenn sie dann angreifen. Anstatt bloß die plus 4 oder plus 5. Mhm. Ups! Oh no, wir haben jemanden sterbend! Und? Und, kannst du ihr helfen? Oh no! Hilf ihr mal! Oder wie kann man ihr denn helfen? Andere heilen! Dumm. Ich will hier. Bewusstlos liegend. Muss das geweckt werden? Achso, die ist nicht am Sterben, sondern bloß bewusstlos. Ich will nicht unbedingt einen Heiltrank verwenden. Also es wird mal eine kurze Rast, hä? Es geht ja gut los. Oh shit, wir hätten ein paar Mal Duschnaufen benutzen müssen. Oh shit. Okay, lass das mal rollen. Da, achso, aber Duschnaufen mit ihr kommt man natürlich nicht nutzen. Aber zum Beispiel jetzt Kraft einsetzen, Duschnaufen. Mach mal Kraft einsetzen, durchschnaufen, halt auch. Haha, das ging ja gut los. Ja, der Fall von weiter oben ist natürlich... Wo ist denn unser letzter? Ah, ist noch oben. Der Fall von so einer Höhe ist natürlich ein bisschen tödlicher. Ich hab gesehen, ja keine Fallen. Oh mein Gott, wir werden in jede Falle reintappen. In jede Falle. Ja, vielleicht sehen wir mal eine, aber... Ich glaube ansonsten... Ausch! Hi! Shit. Wir hätten ihn anders vorgehen lassen sollen, der noch durchschnaufen hat. Aber ich glaube, es passt gut zusammen, was dieser Playthrough wird. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, jetzt. Das reicht. You damn Sorax.
Sorax? Did they say Sorax? Ooh, they spotted it. We're shapeshifters from another world. Guess we'll have to go home now. You bastards took the captain, but you won't take us. Don't talk to them. Ah ja, storymäßig. Um es vorher ein bisschen zu erklären. Wir sind Abenteurer. Wir wurden eingeschworen von dem Rat und sollten einfach untersuchen, was hier los ist. Zeigen wir das Film. Alles klar. We're deputies of the council, set by Protector Lyra Keen. Mhm. Oh, nice to meet you. I'm Princess Kaiwad. Get lost. Open the damn door. There are only four of them. No! I said no! Oh, die machen halt einfach auf, egal ob man es schafft oder nicht. Okay. Trollig. Sonst wird es halt nicht weitergehen, ne? Thank you for letting us in. Don't thank me. Are you in charge here? Lieutenant Beryl Stonebeard. Second in command. After Captain Henrik. So, you really believe you were attacked by Sorax? Men-sized lizards who speak? Oh yeah. They're real. But we found no corpses. Nothing. We know. They took all the bodies. Ours and theirs. So no one can prove they exist. So praktisch. No proof. That's kind of awkward. You won't laugh when they come back. We got here without trouble. Then they let you in. And now you're trapped with us. Why would they do that? How should I know? They're Sorax. Mind if we talk to your buddies? As long as you don't try anything clever. We're good. Okay. Ja, reden sind wir gut. Reden und so. Reden können wir. Absolut. Oh, nice. Ja, selbst ein Schuppenpanzer macht 14 plus 2 ist 16. Wir haben 12 plus 5. Ist besser. Und mit nice meinte ich, wir haben hier mehr Armbrustbolzen. Was wir auch gut gebrauchen könnten, nachdem wir viel mehr jetzt schießen mussten schon. So, who are you, friend? Dahlia Sunbird, Scout. Do you believe they were Sorax? Don't know. Seemed real, though. What do you think they wanted? To kill us all. Not big on talk, eh? I'm having a pretty bad day, so if you'll excuse me, I'm gonna rest now. Oh. Is it me, or didn't he like that last question? Doch so viel Konversation. Ich kann mit einer anderen Party kriegt man doch voll viel. Now it's my turn, right? What do you mean? What is this? A murder investigation? Nein, an execution. We just want to help. Good luck with that. Sprich sonst. You'll tell me sooner or later. Later's more painful. Friends, right? Bring it on. Ja, läuft. Ach ja, sie sind auch alle ein bisschen gewalttätig und egoistisch und gierig. Das sind auch unsere Charaktereigenschaften. Weil, wieso nicht? Ja, kann man nicht alles mitnehmen. Hey there. Hi, name's Robar Sharp. So you're the old sweat of the group, huh? Yeah, but I'm not in charge, mind you. Mm-hmm. What do you think of Daliat? Never liked him. He's hiding something. He's been nervous since we came back from the Badlands. But it'd be no good picking a fight with him now. I understand. Echt? Ich glaub nicht.
This Lieutenant Stonebeard. Glaub nicht, dass du es verstehst. Clearly not. Look around. Losing the captain broke her. How about Lisbeth? You're her superior. Good woman. Strong, brave. You can trust her with a sword. That's worth something in my book. So what do you think we should do? For starters, not wait in here for the Sorax to come back and off us. But Stonebeard says stay, and she's an officer, so... Yeah, she's a stubborn one. And mutiny's a bad look on a soldier. You could talk to her, deputy of the council and all. So if we find a way, you're with us? I'm with myself. But don't let that stop you. Right. We need to make a decision here. They're either crazy or stupid. No use to us in either case. This place is a death trap. We should get out while we can. So, everyone has an opinion. But what are we going to do? And what about Daliat? We've got some pretty worrying hints about him. What if he really is hiding something important? If we accuse him, it might end in blood. That leaves us with the others. What's our strategy? Zwei Meter drei. Wir hauen ab, wir reden mit ihr Leuten. Wir hauen ab. We get the hell out of here. They can either follow or stay here to die. I don't think that's a good idea. We can't do that. Oh, what? Was? Dann machen wir halt eine Meuterei mit Sharp. Das ist einfach abhauen. Let's go, lass sie sterben, whatever. Wir brauchen ein bisschen Loot. Oh Mann. Hallo. Hallo. Deputies. Robar. We want you to take over from Beryl. She'll refuse. We'll back you up. She won't have a choice. Oh my god! But you deal with was war das? Mad. Blindes Huhn, ich finde auch mal ein Korn. We believe Robar should assume command of your remaining garrison. Him? Just like that? We order it as deputies of the council. Dumm. Oh, okay, 17 hat nicht gereicht. Hold you. Step down, Lieutenant. That's an order. Oh mein Gott, 19! Dumm und dümmer! Was macht ihr denn da? Dumm und dümmer! What the fuck, dumm und dümmer? Die Rolls! 18, 17, 19. Oh, die stirbt! Oh lol, in meinem anderen Playthrough hat die überlebt und ich hatte sie dabei. Oh, das ist interessant. Das kann anders ausgehen. Das wusste ich gar nicht. Eine 3 treffen wir da nicht. Rot. Dann müssen wir schon ein bisschen besser reinhauen. Und wait till the next one. Ja, sind ja alle von uns dran. Das sollte ja kein Problem werden, hier durchzuklopfen, ne? Ja, durchschau. Oh no. You know she had it coming. She failed us. Happy now? Hey, we didn't do this. The Sorak did. Right then. They are real. This is unbelievable. The council must know. And we need to leave, or we'll be next. This could have been avoided if you people hadn't wasted time bickering. Let's focus here. We can't save her now, but we can still save ourselves. Das hat man von Anfang an vor. He came from here. Look. What's this? A secret passage from Imperial times. That was just a scout. More will be coming. They're here. They're coming back. Outside. We need to go. Take your stuff. Into the secret passage before it's too late. No, no. Rein da. Rebellische Gedanken. Ich habe meine Zweifel. Achso, sehen wir. Oh, wir haben andere Achievements bekommen, weil ich andere
Bonuscharaktere habe. Rob Sharp und Lisbeth Townsend. Das sind andere, als ich letztes Mal hatte. Interessant. Interessant. Okay. Ja, dann müssen wir den fliehen und die rausbringen und überleben lassen. Oh, was geht jetzt? Seems quiet. Must be cautious. Other Sorax might be scouting these caves. Hey, where's Daliat? He was here a moment ago. The Sorax and the others are in the tower looking for that secret door. We don't have much choice. Let's move. Okay. Ach ja, zeitmäßig. Ich versuche, dass ich so jede Episode auf eine Stunde Pi mal Daumen halte. Und bei einer Stunde ungefähr einen guten Punkt finde, zum Schluss machen. Oder zumindest einen schneide. Up to my knees in mud. Nothing new here. Leadership is what we need now. This one didn't die yesterday. What's this outfit? Tir Marion. Who wants to open this? You never know. There might be a fortune in that. Ja, sprachenmäßig. Wir können halt nur die Hauptsprachen. Also ich meine, Gemeinsprache Zwergisch und Elfisch, Halblingisch. Wir können nicht Temarisch, Orkisch und diese ganzen anderen Sprachen, was man verwenden kann. Im anderen Team habe ich schön geguckt, dass wir jeder mindestens eine Sprache kann. Und jeder mindestens, dass das ganze Team auf jeden Fall alle Sprachen kann. Kann man nicht den um... Okay, also. Lass mir doch, Rod. Aber hey, hier. Einfach das, was sie konnten. Prachtvolle Lederrüstung. Ich glaube, die ist sogar magisch. Aber wir kennen nicht, dass die magisch ist. Können wir... Kann ich sie einfach anziehen und sehen, dass es magisch ist? Ich habe Rüstungsklasse 16. Und jetzt? 16. Okay, shit. Aber sieht geiler aus. Ich bin ziemlich sicher, dass die magisch ist und die hätte plus 1. Aber wir müssten sie erst identifizieren, aber das geht erst in der Stadt. Müssen wir Händler dafür bezahlen, dass sie uns identifizieren. Think they're Sorax. Who else? Right out of a fairy tale. As ugly as life. And certainly not lizard folk. We can surprise them. Can't we sneak around? From what I see, not a chance. All right, tread lightly, and we all attack at once. Mhm. Oh, ich meine, ein Vorteil haben wir. Wir sind nicht zu schlecht im Schleichen. Um das Ganze ehrlich zu sagen, sind wir eigentlich relativ gut im Schleichen für Krieger. Das heißt, wir gehen jetzt da hoch. Und nehmen da jetzt einen. Da sollten sie jetzt nicht unbedingt stehen. Und der hier. Oh no, treffe ich den? Wollte sie überraschen mit dem Angriff. Der Schuss. Nice. Ja, die Bogenschützin bleibt oben stehen. Sollen wir da Tatendrang gleich machen? Fuck it, wir machen gleich Tatendrang hier. Haben wir da noch... Die sind halt außerhalb des... ...ganzen... Oh no! Ich hab's mir doch gedacht, ich sehe den nicht richtig. Doch runtergehen. Okay. Nice. So. Sache ist, solange wir noch versteckt sind, könnten wir noch einen schönen... Yeah, schau. Dann gehen wir runter
Wir sind überrascht. Das heißt, sie können eh gerade nicht agieren. So, wir warten hier ab. Ja. Wow. Schauen, dass wir da runterkommen. Und das Zweihandschwert einsetzen, wenn es geht. Kann man da auch gleich irgendwie. Ja, runter. Einmal einen Bogen rausnehmen. Mal die Armbrust. Was? Ich dachte, ich kann hier schräg runterschießen, anscheinend nicht. Ist okay. Können nächste Runde gleich nochmal Tatendrang machen. Und die, ach, die haben wir ja auch noch, die beiden. Das ist ja witzig. Er kann halt viel machen und sie. Eigentlich dürfen wir eh nicht sterben, braucht man nicht. Passt schon. So. Und Tatendrang. Gib ihm. Dumm, vielleicht töten können. Ja, runter da. Clumsy Idiot. Zack. Nein! Tatendrang. Gib ihm. Nein! Was sind denn das für Rolls? Oh, da kommen wir so gar nicht hin. Oh no! Oh no! I made a boo-boo. Ich hätte runterschießen sollen. Ich hab es. Egal, Tatendrang, töte den Dicken. Shit! Nee. Ah, auch daneben. Oh, 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 natürlich Misserfolg, weil auf Weisheitsrettungswurf, usch. Das sollten wir da auch nicht einen Misserfolg haben, die beiden lassen wir einfach stehen. Wir schaffen das auch so. Pass auf. Mal runterschießen. Okay. Nice. Hä? Jetzt hat. Gib ihm! Komm, wir müssen uns treffen. Keep him coming. Da draufhauen. Ja, okay, aber nichts. Whatever. Braucht man nicht die beiden. Ich werde die jetzt halt in Position bringen. Da drüben schießen wir ab. Ja, wir sollten vielleicht Brot immer in Heimlichkeit lassen. Oh no, jetzt. Nee, er hat sich immer noch versteckt. Das ist ja praktisch. Das ist ja echt praktisch. Upsa. Hier, müssen wir ein bisschen vorlaufen noch. Nope. Schießt. Vielleicht sind sie auch noch mit Rüstungsklasse. Gib ihm! 9. Oh, die halten aber schon ein bisschen was aus, ne? Ja, deswegen hat man auch 6 Charaktere hier bei dem Kampf. Oh, oh, Crit! Nice! Oh ja, daneben. Passt. Aber wir machen das einfach nur mit 4, weil wieso nicht? Nice, tot. Nein! Joa, easy peasy, würde ich sagen. Da, nehmen wir die wichtigsten Sachen mit. Okay, schließen. Und wir haben hier, aber wir können leider nicht level uppen.
Es ist noch kein Level up hier, schade. Oh, wir haben die ganze Gruppe, müssen wir noch. Wir können eine lange Rast machen und wir haben eigentlich auch genügend Rationen uns dabei. Also legen wir eine lange Rast ein, dann frischen wir auch die ganzen Fähigkeiten auf und heilen auch dumm wieder. Nicht schlecht. 11 Stunden, echt? Wir schlafen doch bis 4 Stunden. Wieso brauchen wir denn so lang? Ja, wir kriegen unsere Trefferwürfel durch, zurück, Tatendrang. Ja, naja, das beginnt auf jeden Fall. Ich glaube, Tatendrang kommt auch zu einer kurzen Rast wieder. Ja, ja. Also kurze Rasten müssen wir auf jeden Fall immer öfters machen, dass wir den Tatendrang machen können, weil Tatendrang ist ein ziemlich guter Spell, wo man einfach so doppelt zuhauen darf. Es wird ab Level 5 besonders sehr stark, weil dann jeder 2 Angriffe machen kann und nochmal 2 Angriffe. Wir könnten also in der ersten Gruppe nicht 8 Angriffe machen, sondern... Oh, natürlich ist eine Falle hier. Wir könnten in der ersten Runde nicht 8 Angriffe machen, sondern einfach 16 Angriffe in der ersten Runde machen. Was hoffentlich die Gegner konzentriert sich wieder halbtot. Okay, hier sollte ich natürlich schon die Sache mit diesen ganzen Fallen, ne? Diese Fallen machen das einmal schon ein bisschen schwieriger. Can anyone read that? It looks like part of an Inquisitor's outfit. So that's from the tower up there. Maybe we're inside the tower. Is that gold? This is history. History all around us. Take it and let's move. The Sorax don't care about history, I'm sure. Ihr und ihr? Ihr kümmert euch um Geschichte, echt? Meine Damen, seid ihr euch das sicher, dass euch die Geschichte so viel wert ist? Ich gucke ab und zu, ob ich noch was vergessen habe. Sieht ganz in Ordnung aus. Vielleicht kommen wir noch aus dieser Höhle raus in der Episode, das wäre noch definitiv das Ziel. Let's go. Ich muss aber auch zugeben, dass die Entscheidung bei so vielen Kriegern beim Kampf teilweise einfacher ist, als wenn man 50.000 Zauber hat und überlegen muss, welchen Zauber setzen wir jetzt am besten ein? Und wo positionieren wir was? Ja, Positionieren haben wir auch, aber Gottchen, mit so vielen Zaubern hat man auch mal echt zu tun. Wir verstecken uns hier, würde ich sagen. Und... schau mal, ob unsere Bogenschütze versteckt bleiben kann im Fernkampf mäßig. Das wäre nämlich nicht zu schlecht. Tja. Jumpen wir mal vor und gehen wir erstmal auf Ausweichen. Weil es ein bisschen lower ist. Er kommt auch. Ich stelle mal ihn nicht zu weit vor. Das sind die NPCs, die müssen auf jeden Fall überleben. Die muss man auch auf Ausweichen gehen. Wieso muss ich eigentlich Ausweichen jedes Mal bestätigen? Das ist ja schlimm hier. Ranholen. Spurt vor. Ich wollte eigentlich bis hier vorgehen, aber die war so weit hinten dann. Sprint mal ein bisschen. Ich glaube, das ist der erste Kampf, der richtig... Naja, wo man ist noch zu sechst. Ich glaube, das ist der erste Kampf, wo ich mir schwerer getan habe. An anderen. Weil die haben einen ziemlich taktischen Vorteil, finde ich auch. Weil die sich so viel leichter rumspringen können. Und sich auch an den Seiten festklammern können. Weil die klettern können und wir nicht. Aha. So. Das Problem ist, es ist alles unbeleuchtet. Nimm mal. Scheiß drauf. Ich will ihn da oben kriegen, weil
Den da unten könnte ich leichter anschießen, aber okay. Shit. Wir hatten Vorteil durch unsere Heimlichkeit und jetzt haben wir auch keine Heimlichkeit mehr. Das ist ja richtig toll. Wir hatten Vorteil durch unsere Heimlichkeit. Ich dachte, Vorteil und Nachteil gleicht sich wieder aus. Wir können zum Beispiel zumindest so treffen. Was gut ist, wir können hier reinjumpen. Moment, lass uns da rumgehen. Fuck it. Also weg. Geht gleich Tatendrang, den tötet man gleich instant. Let's go. Weil sie steht mit dem Zweihandschwert da dümmer. Die hat dann zu viel Rüstung, die kann viel leichter rausgenommen werden. Wir kommen mit ihm nicht so hin. Schützen wir unsere Bogenschützin hier. Auf Ausweichen. So. Werfen wir von hier unten. Mach mal vorbereiten, wenn einer einen Nahkampfangriff kommt. Testen wir den. Könnte gut einer herkommen. Okay, dann springen wir darüber. Dann klopfen wir den hier. Nice. Alter, gleich Tatendrang, gleich nochmal hinterherhauen. Gleich nochmal hinterherhauen. Die ist down. Der Crit. Wir haben nichts zum Heilen. Der war böse. Der war mega böse. Der war mega böse. Okay. Müssen an den rankommen. Ich sprinte. Und Tatendrang, dass wir da zumindest hauen können. Unbeleuchtet. Ach du Scheiße. Die hat Nachteil. Egal, trifft. Oh Gott, die macht keinen Schaden. Ist so unfähig. Die hat nicht hochgerollt oder die zwei gerollt. Ne? Ah, Dumm kriegt's auch auf die Fresse. Dümmer hat Sterben, Tod ohne Stabilisierung, ja. Das ist natürlich ein Problem. Können wir den da oben? Das ist halt unbeleuchtet, der kleine Wichser. Der ist. Können wir normal schießen, das ist immer noch besser. Der hat Rüstung, er hat Deckung, aber normal schießen kommt immer noch besser. Tatendrang. Schauen wir, ob wir den da rausnehmen können, den Herrn da hinten. Nice. Und ein Misserfolg. Oh no. Ist gerade genommen. Wir waren definitiv vielleicht verbesserte. Sterben ein paar Heilkunde. Wir haben auch keine Heilkunde. Ich glaube, unsere Leute brauchen alle auf Level 4 verbesserte Todeswürfe. Probieren wir das mal zu stabilisieren. Nice, das ist der Charakter, der nicht so dumm ist, weil wir den dabei hatten. Danke fürs Stabilisieren. Wir brauchen von allen Vieren, glaube ich, verbesserte Todeswürfe. Weil wir können nicht mal wirklich stabilisieren, ganz ehrlich. Weil sie alle so strohdumm sind und wir haben keinen einzigen Hals. Aber außer wir flößen Heiltränke ein. Das könnte funktionieren. Nice. Okay. Daneben ist okay. Der Typ da oben muss bedrängt werden. Ich glaube nicht, dass unsere Bogenschützin das rausnehmen kann. Der darf nicht sterben. Okay. Wir weichen aus. Der darf auf keinen Fall sterben. Oder die darf auf keinen Fall sterben. Oh no. Oh, Dom kriegt auch auf die Fresse wie nichts. Oh, dann schießen wir doch lieber den da unten an. Dann haben wir so viel bessere Chancen zu treffen. Das macht halt echt gut Schaden. Er kann runter. Dümmer ist stabilisiert. Er hat noch volles Leben, also
Bin, ah, der ist nicht beleuchtet, aber trotzdem gut. Den. Wir haben halt alle Dunkelsicht zumindest, was gut ist. Kraft. 4 TP bloß. Oh shit, noch 6 Gehalt. Okay. Schau, jetzt können wir den bedrängen, das ist ziemlich gut. Ja, das war der erste Kampf, der knackig war. Dann können wir auch noch ein bisschen heilen. Die sind nicht ohne, diese Solax. Oh, okay. Sie hat so wenig HP, ich will ausweichen gehen. Dürfen die NPC... Nein, Crit auf ihn! Okay, jetzt muss ich mit ihm auch ausweichen gehen. Da schießen wir auf jeden Fall runter. Kraft einsetzen. Wieso hatten wir bloß noch plus 7? Ach, wegen Deckung. Der hatte Deckung. Okay. Obwohl, wir können mit ihm noch ein bisschen durchschnaufen. Okay, let's go. Greifen wir an. Vielleicht trifft er nochmal. Ah, schade. Wir können zum Beispiel auch nicht wunderschön einen fokussieren, weil einfach, weil die so scheiße liegen. Aber wir haben den unter Bedrängnis, dann kann er da mal so runterschießen, hoffentlich. Oh mein Gott, Stroh, was für ein guter Angriff. Okay, okay. Das hat jetzt wahrscheinlich das Match gewonnen hier. Ah, dumm. Okay, gut, 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 gut. Gut, gut, gut. Hau mal drauf. Ja, die müssen wir nachteilen. Weil das Menschen sind und Menschen haben keine Dunkelsicht, das heißt, die sehen nichts. Wir haben aber auch nichts entzündet hier für Licht. Deckung. Ah, shit. Wir werden wahrscheinlich das nehmen müssen, dass wir doch Deckung durchschießen können. Das ist ein ziemlich gutes Talent. Ich plane schon die Talente auf Level 4. Wir müssen ja doch ein bisschen. Also was taugen, wenn sie dann sonst so viele Möglichkeiten haben. So. Denk, wir wechseln Armbrust und schießen den unten an. Das sieht gut aus. Muss einfach ausweichen. Der hat nur einen Angriff. Okay, 3 Damage geht. Das war's. Nice. GG! Wir sind knapp bei einer Stunde, ein bisschen über eine Stunde Aufnahmezeit. Aber wir sollten hier fast durch sein, das heißt, wir machen noch schnell den Loot. Schauen, was wir das noch nehmen. Oh, machen wir einen Cut. Plundern. Oh, stimmt, die eine kann er nicht aufstehen. Wir machen, müssen eine kurze Rast einlegen. Alle kriegen auch Durchschnaufen wieder und Taten dran, okay. Ich verwende mal bloß einen Würfel. Weil man kriegt bei einer langen Rast nur die Hälfte seiner Würfel wieder. Okay. So. Da hinten haben wir noch schnell ein bisschen Loot zu holen. Wir müssen nicht alle laufen, falls da Fallen sind. Das wird auch, wir können auch nie wirklich entfernte Lichtquellen anzünden. Wir können mit einer Fackel irgendwo hingehen. Aber da wir halt Dunkelsicht haben, gleicht das aus. Oh, Öl der Spitzheit ist eigentlich ziemlich gut. Das ist zum Beispiel, damit kann man sich eine magische Waffe am Anfang machen. Ziemlich praktischer Gegenstand am Anfang. Nur, dass unsere Leute das nicht machen können. Wirklich. Das ist okay. Okay. Wir müssen dann gucken, da zum Beispiel aus dem Kurzschwert oder so, könnte man dann... Oh, Giftpfeile. Stimmt, Gift könnte man auch noch nutzen. Also wir müssen einkaufen. Wir müssen uns auf jeden Fall mit Händlern angucken, wo es dann magische Waffen gibt, die wir uns kaufen können. Das ist ganz wichtig. Wenn wir nicht zu viel finden werden.
Aber zumindest, wenn jeder so eine +1 magische Waffe hat, ist es zumindest nicht besser. Es gibt halt einige Gegnertypen, die gegen normale Waffenangriffe halben Schaden nur nehmen. Und... upsa. Mit magischen Waffen umgehen wir das schon mal. Die ersten magischen Waffen in der Dungeons & Dragons Kampagne sind super wichtig, finde ich. Für die Party. Deswegen habe ich meiner Party ewig keine gegeben. Also ich bin ein netter Game Master. So. We survive this, I might just drink myself to death. Das ist die große Frage. Ich weiß, dass da hinten was Tolles ist. Ich weiß nicht, ob wir da drüber springen können. Ho! Nice. Okay. Die Frage ist, ob wir da hinten drüber springen könnten. Nope. Da würden wir jetzt mit dem Zauber rüberkommen. Mit zum Beispiel weiter Sprung, Fliegen. Das heißt, ich weiß nicht mehr, was da hinten drin war. Das kann sogar sein, dass direkt eine magische Waffe drin war. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Aber wir kriegen es nicht mit der Party. Die haben keine Möglichkeit, darüber zu kommen. Das gibt's nicht. Das gibt es nicht. We're safe. Vielleicht irgendwann, wenn sie mehr Stärke haben oder so, dann können sie weiter springen. We'll see you back there in Caer Cifflin, right? You'll be okay? Aye. Yeah. Hallo. Lass mich noch zurückreisen. Schnell natürlich. Und dann speichern wir dort in der Hauptstadt. Können wir die Episode finden. Vielleicht kriegen wir noch einen Kampf auf der Rückreise. Brot schreibt einen Eintrag ins persönliche Tagebuch. Was er wohl reinschreibt. Brot, 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 Brot. Oh, kein Kampf. Aber langsam reisen sollen, damit mehr Kämpfe kommen können. Aber dann sind sie heimlicher. So. Kommt gleich eine Konversation oder hatten wir... Nein, lasse ich die noch drin, nämlich. Bin gespannt. Wir müssen auch unbedingt Level 3 werden. Ich glaube, die nächste Episode wird... Okay, wir sind ja durch. Trifft mit Karin, lädt nach Karin zurück. Haja, mit denen können wir dann reden und so. Okay, ich mache hier Stopp. Das war die erste Episode von Dumm, Dümmer, Stroh und Brot. Dumm wie Stroh, dumm wie Brot. Es hat ganz gut hingehauen. Oh, shit. Wenn wir einen random Kampf gehabt hätten, wären wir Level Up gewesen. Aber wir kriegen jetzt auch Level Up, das abgeben der Quest. Ich melde mich dann mit der nächsten Episode wieder. Da werden wir dann einiges hier abgeben, die ganzen Quests. Und weiterschauen. Der eine Kampf war echt viel knackiger. Ich habe keine Ahnung, wie das dann hinhauen soll. Besonders der Mangel an Items zum Hinkommen. Ich hoffe, wir können uns einige magische Gegenstände kaufen und durchkommen. Mal schauen. Ich meine, ein Vorteil ist, wir kriegen auch relativ gut Hitpoints. Ich meine, ich habe die Kampfwerte hier echt stark gerollt, aber... Das ist halt das Interessante. Also nicht gedeutet, aber gesetzt. Okay. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ja, ihr habt alle dieselbe Animation.